Hallo Freunde, danach da bin ich wieder, euer Sadu mit einer neuen Folge Imperator Rom. Wir spielen als Kusch. In der letzten Folge konnten wir ein paar neue Militärtraditionen annehmen. Wir haben uns das Weltgeschehen angeschaut und schauen ganz gebannt hier an die Ostküste des Mittelmeeres. Da ist ein Konglomerat aus verschiedenen Staaten im Krieg mit dem Weltreich, mit der Weltmacht, dem Seleukidenreich. Ihr seht hier schon diese riesigen Anzahl an Truppen der Seleukiden, die sich hier im Byblos befinden. Aber auch umgedreht von Byblos befinden sich auch 40.000 Mann im Seleukidenbereich, im Seleukidenreich. Wir werden das beobachten, aber wir müssen natürlich auch immer ein Auge auf Karthago haben. Falls die mal blinzeln sollten, werden wir uns wieder an die heranwagen. Wahnsinn, die haben 901 Schiff. Ich hatte auch mal nachgeschaut, was die plus machen. Ich glaube, es waren 250 Gold, ja. Was für eine Wahnsinnsweltmacht. Immer wieder beeindruckend, da die Zahlen zu sehen. Wir müssen da tatsächlich halt abwarten, dass sie abgelenkt sind und wir sie hinterrücks anfallen können. Muss man einfach so krass deutlich sagen. Okay, wir lassen die Zeit vergehen. Schauen uns hier nebenbei den Krieg an. Verdammter Mist. Nabatea will, dass wir denen helfen. Gegen wem ist die Frage? Kolessirien? Judäa? Und Sidon? Wir müssen ja wirklich aufpassen, dass wir in keinen Riesenkrieg dann hineingezogen werden. Der Krieg sieht hier jetzt noch relativ überschaubar aus. Wir nehmen das mal an. Wir werden die ganzen Kosten jetzt hochsetzen. Und werden unseren treuen Verbündeten Nabatea zur Hilfe eilen. Ich habe bloß gerade. Ach, hier oben ist die Übersicht, ja. Was haben die denn hier? 36. Oh Mann, die haben sehr viele schwere Kavallerie. 30, 60. Das wird kein so ganz kleiner Krieg. Ja, mit uns haben die jetzt natürlich einen starken Partner hier an ihrer Seite. Nabatea. Ich dachte, wir schicken so eine Armee hin, aber wahrscheinlich werden wir da mehr hin entsenden müssen. Schicken wir unsere dritte Armee hin. Die 11. Armee. Das sind 50.000 Mann. Meinetwegen nochmal eine. Da kommt, nehmen wir die 9. Armee noch. So. Drei Armeen schicken wir denen zur Hilfe. Das sollte eigentlich ausreichend sein. Hoffen wir mal. Wisst ihr, was auch wirklich schön wäre, wenn man nur einen Teil der Armeen requirieren könnte? Also der Rest, sag ich mal, bleibt in seinen Kasernen und dann entsendet man halt drei Armeen, aber wir müssen halt nach wie vor unsere gesamte Streitmacht hier mobilisieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der Antike wirklich so gewesen ist. Stellt euch das mal vor. Rom hatte vielleicht irgendwelche Auseinandersetzungen mit irgendwelchen Stämmen auf der Iberischen Halbinsel. Ja, warum sollten die dann ihre gesamte Armee hier im Oströmischen Reich denn da mobilisieren? Das würde ja gar keinen, das macht doch gar keinen Sinn. Es ist ja nicht so wie in der Moderne, dass man dann relativ zügig Truppenkontingente verlegen kann. Das dauert doch Wochen, ehe die dann mit Schiffen die Truppen aus den oströmischen Provinzen hier nach Iberien verlagert hätten. Das wäre noch schön, wenn man das dezidierter gestalten könnte, ja. Vielleicht kommt es ja mit einem der nächsten Patche.
So, da sind wir im Krieg. Wir müssen auf jeden Fall unsere Geschwindigkeit runter machen. Erfindungen können wir tätigen, aber wir haben gerade so um die 5000 Gold. Wir wollten ja immer einige Sachen, einige Goldmünzen auf der hohen Kante behalten. Zur Flotte werden wir rausschicken. Flottentechnisch sollten uns diese drei Staaten hier nichts entgegensetzen können. Ja, da hat Judäa Söldner rekrutiert, 30.000 Mann. Kommen auch nochmal 20.000. Ich glaube, es ist ganz gut, dass wir drei Armeen von uns hier Nabatäa zur Hilfe gesendet haben. Haltet mal bitte einfach die Stellung erstmal, um eure Moral nach oben zu bringen. Der rekrutiert Unmengen an Truppen. Wir dürfen nach wie vor nicht aus den Augen verlieren, was die Seleukiden machen. Ja, die stoßen immer weiter ins Gebiet von Byblos vor. Das ist überhaupt nie gut. 43.000 Soldaten, Wahnsinn. Kommt zu einer Seeschlacht, aber ein Schiff. In Judäa ist natürlich nichts. Wir werden mal noch bis Februar warten, dann sollten wir die volle Moralstärke haben und können dann aktiv im Krieg uns beteiligen. Was geht's eigentlich in dem Krieg hier? Nabatäa gegen Eroberung von Kolessyrien. Das Gebiet wollen die hier erobern. Ja, wenn Nabatäa stärker wird, das ist ja auch gut für uns. Halt, die greifen uns tatsächlich jetzt hier an. Die hatten unsere 70.000 Mann anscheinend nicht gesehen. Die rennen jetzt natürlich voll ins offene Messer. Bloß, die holen ja Söldner ab, oder? Nein, das ist ein zweiter Byblosischer Armee, wie auch immer das heißt. Wir schauen auf Karthago und die machen nichts im Moment. Sind wir siegreich. Die Gegner sind komplett vernichtet worden. Wahnsinn. Die Gebiete werden jetzt durch unsere Festung hier erobert. Marschieren wir mal weiter mit unseren 70.000 Soldaten. Ja, Nahrung geht jetzt hier nach oben. Zeigt es halt noch an, weil wir unter 100 sind. Also Provinznahrung. Zwei Städte, diese zwei Siedlungen werden wir erobern für Nabatäa und dann mit den anderen zwei Armeen zurückgehen. Sobald die zwei Sachen erobert sind, ja, sind sie. Unsere dritte Armee mit unserem stärksten General. Hier ist eine Festung. Die können wir mal noch belagern. Also,
Wir können bloß hoffen, dass sich dann der Krieg hier nicht noch mit den Seleukiden zuspitzt. Dass wir hier noch irgendwie hineingezogen werden. Können wir überhaupt nicht gebrauchen. Wer ist denn jetzt gestorben? Statthalter von Oberägypten. Hat das hier irgendwas mit den Missionen zu tun? Ich glaube nicht. In Oberägypten brauchten wir keinen Statthalter, oder? Ostmamariga oder Unterskyrenaika? Nein. Starb an Rohr im Alter von 42. Wir brauchen jetzt einen von der Marco-Familie. Er ist loyal uns gegenüber. Zwar nur ein Fünfer, aber das ist das Beste, was wir im Moment haben. Und schon ist die Margo-Familie wieder zufrieden. Byblos möchte Datteln haben, könnt ihr bekommen. Sind nach wie vor ein Verbündeter von uns. Ja, kommt, schlagt die zurück. Wow, schaut euch das an. Die haben ja auch 50.000 Mann, ey. 200 Kurden, das kleine Byblos. Halt 15.000 Goldstücke auf der hohen Kante. Da sagst du nicht nein dazu. So, je schneller der Krieg hier zu Ende ist, umso mehr können wir uns dann wieder auf das Blinzeln Karthagos konzentrieren. Dem kleinen Gebiet haben die drei Festungen, Kolossirien. Kommt zu einer großen Schlacht. 40.000 Seleukiden gegen 90.000 Byploser. Byplosianer. Oh, Kolossirien kommt zurück. Haben die auch Krieg gegen Byblos? Nö. Ach, die haben auch Krieg gegen das Seleukidenreich. Aha. Na kommt schon. Lager die Festung zu Ende. Können die Geschwindigkeit mal ein bisschen erhöhen? Schwupp, wir sind sogar noch vor Nabatea hier fertig. Haben wir noch genügend Nahrung? Ja. Dann werden wir denen dort oben die Festung noch erobern. Dann können sie eigene Frieden machen, weil dann ist das gesamte Gebiet Kolossiriens im Besitz Nabateas. Barmherzig. Unsere IT wird barmherzig. Isokrates, der erste Amid, behandelt diejenigen, die ihm Unrecht tun, immer mit bewundernswerter Güte. Einige sagen, dass dies Ärger herbeiführt, doch wir wissen es besser. Interessant. Barmherzig. Freie Männer bei Statthaltern, lokale Zufriedenheit plus 5%. Auswirkung bei Kommandanten ist er ja nicht. Auswirkung bei Herrschern, Tyrannei monatlich minus 0,05. Super. Thais Amasa inspiriert die Armee. Die Moral im Lager begann zu schwinden, bis Thais Amasa sich erhob und vor den versammelten Soldaten eine inspirierende Rede hielt. Sie überzeugte alle Anwesenden, dass die Chance auf den Sieg auf ihrer Seite liegt, wenn man ihre umfassende Kenntnis über militärische Taktiken betrachtet. Als die Soldaten am nächsten Tag marschierten, taten sie dies mit der Gewissheit, dass ihr Sieg sicher war. Schön, schön.
Schwanger ist sie außerdem. Geburtstermin 18. Dezember. Ist ja bald soweit. Oh, jetzt habe ich nicht geschaut, was wir bekommen haben. Inspirierend jedenfalls. Also was Gutes für unsere Armee. Neferipe, ein Kind wurde geboren. Sehr gut. Ein Sohn. Kommt zur Zermürbung, deswegen müssen wir die mal ein Stück weg marschieren lassen. Na kommt schon, jetzt müsste eigentlich das Kriegsziel dann komplett erreicht sein, wenn wir hier die Festung fertig erobert haben. Baktrien, die auch Truppen mit drin. Das sieht nicht gut aus, aber sie konnten nochmal Verstärkung mit reinbringen. Wir sind natürlich auf der Seite Sidons und von Byblos. Der Verlauf der Zeit. Oh, wir haben irgendeine Krankheit bekommen, die Gicht. Ja, das scheint das Seleukidenreich hier zu verlieren. Außer die kriegen jetzt die zwei Riesenarmeen noch mit rein. Zentrieren, ja. Und das ist nicht auf 100% gesprungen. Warum nicht? Hat Kolesirien noch irgendwo anders Gebiete? Ist mir jetzt ein bisschen schleierhaft. Nö. Ja, kann natürlich sein, dass das hier auch noch alles mit dazu gehört. Südphönizien. Wer weiß. Ja, wir haben eigentlich unsere Schuld getan. Wir werden uns noch ein Stück zurückziehen und uns jetzt hier nochmal die Schlacht anschauen. Also wenn die zwei Armeen hier mit reinkommen, ja, die kommen rechtzeitig wahrscheinlich mit rein, dann wird die Schlacht für Sidon und Byblos verloren gehen. Scheibenkleister und die gewinnt das tatsächlich noch, die ollen Seleukiden. Ach, das ist ganz schlecht, dass dann halt auch Byblos geschwächt wird. Unser Bündnispartner, ja, die Schlacht ist verloren. Rivale am Hof. In letzter Zeit ist es zwischen unseren Itti-Isokrates, den ersten Amit und Terrapon Amasus bei jeder Gelegenheit zu einem Konflikt gekommen und ihre Meinungen geraten dabei immer wieder aufs Neue aneinander, sollte das natürlich heißen. Wenn einer von ihnen sagt, dass der andere sofort. Ach so, wenn einer von ihnen Süden sagt, sagt der andere sofort Norden. Wenn einer mit einem Nachbarn Handel treiben möchte, ruft der andere zum Krieg auf. Diese ständigen Streitigkeiten ruinieren die noch so geringe Autorität von Isokrates und die Atmosphäre in Meroe insgesamt befindet sich am Abgrund. Wir könnten sagen, in Ordnung, habt euren Willen, Terrapon. Wir verlieren 15 Beliebtheit. Wir sind schon nicht gerade der beliebteste Herrscher. Außerdem sind wir auch krank. Wir haben die Gicht. Terrapon bekommt 10 Beliebtheit. Oder wir sagen, genug von diesem Unsinn. Ihr seid nicht der E.T. von Kusch. Terrapon verliert 10 Loyalität und wir sehen denn als. Nee, andersrum. Terrapon Amasu sieht uns als Rivalen an. Ja, komm. Ist uns relativ egal. Ich schätze mal, der Erste bestimmt hat er auch noch was mit als Nachfolger zu tun, oder? Nö. Ja. Genug von diesem Unsinn. Ihr seid nicht der E.T. von Terrapon. Ihr seid nicht der E.T. Terrapon. Ja. So, Uneinigkeit auf höchster Ebene. Sotas Amit, ein Mann mit gutem Ruf, und Aratos Amit, ein Mann mit großer Tugend, haben sich kürzlich am Hof gestritten.
Die sind beide aus der gleichen Familie. Ein solches Verhalten ist Personen von solcher Tugend unziemlich und dennoch wurden wir dazu aufgefordert, eine Seite dieses Konflikts zu unterstützen. Wir sind da ganz pragmatisch und schauen uns mal die Loyalität an. Oh, Aratos Amid ist sehr unloyal. Nur 51. Dann sollten wir doch den guten Aratos unterstützen. Machen wir auch. Wir stellen uns auf die Seite von Aratos. Somit hätten wir das. Hier ist die Schlacht zu Ende gegangen. Und leider hat Byblos und seine Verbündeten die Schlacht hier verloren. Krieg wird verloren gehen für Byblos. Können nur hoffen, dass sie vielleicht nicht so große Gebietsverluste erleiden müssen. Aber besetzt von Judäa. Judäa scheint ja auch noch irgendwelche Söldner oder Armeen im Seleukidenreich zu haben. Okay, Freunde, danach. Das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Däumchen da oben da. Auf der rechten Seite gibt es auch noch Button für das Abonnieren meines Kanals. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Sadu.